Hallo, hier ist Philipp Haas von Investorshirt Aktienbildung und in diesem Video geht es um eine Aktie, mit der ich in der Vergangenheit auch viel Geld verdient habe, deswegen habe ich auch ein grünes T-Shirt an, nämlich um die Match Group. Match Group sagt wahrscheinlich keinem so viel, aber ein Produkt kennen vielleicht viele, was zu der Match Group gehört, und das ist die Tinder-App. Ja, die hat das Mobile Dating eigentlich revolutioniert. Und ich war mal vorher bei Holzbrink Digital, den hat auch Parship gehört. Und damals ist mir eigentlich auch schon aufgefallen, dass die Marketingkosten immer sehr, sehr wichtig sind. Und wenn es gelingt, zu wachsen ohne Marketingkosten, dann hat man ein sehr, sehr profitables Produkt, wofür die Leute auch eine Zahlungsbereitschaft haben. Wir sehen hier die verschiedenen Marken der Match Group. Also die haben da einiges zusammengekauft, aber auch Sachen selber entwickelt. Tinder kommt sogar aus dem eigenen Incubation-Programm. Ja, das ist sehr, sehr selten, dass sowas erfolgreich ist. Und es funktioniert wirklich. Anfangs war es noch komplett auf Facebook aufgesetzt. Also man konnte sich mit einem Klick registrieren. Dann hatte man schon ein Bild und dann wurden einem User in seiner Umgebung vorgeschlagen. Also es ist deutlich intuitiver als das normale Dating, wo man dann irgendwie am Freitagabend am PC war und irgendwelche Sachen ausfüllen musste. Ja, bei Tinder, man ist irgendwie weggegangen, hatte das in seinem Handy dabei, hat geschaut, ob es irgendwie Singles in der Umgebung gibt. Die wurden ihm einem per Foto vorgeschlagen. Dann hat man noch ein paar Sachen gesehen von dem Facebook-Profil, wie Interessen etc. Und dann konnte man entweder rechts oder links swipen, also wischen. Und wenn man die Person gemocht hatte und die andere Person auch, dann gab es ein Match und man konnte schreiben. Ja, weil jeder kennt es ja immer so, auch so im normalen Leben. Dieser erste Schritt ist oft sehr, sehr schwierig, um ins Gespräch zu kommen. Keiner will irgendwie, A, man weiß vielleicht nicht, ob die Person Single ist, oder B, auch daran interessiert ist. Und so, wenn beide ein Match haben, haben sie zumindest das Grundinteresse an der Konversation. Und mir ist es damals aufgefallen, dass auch Freunde in meinem Bekanntenkreis haben sich darüber kennengelernt. Also es ist nicht nur Hookup, sondern das sind auch Beziehungen, die schon sehr, sehr lange halten. Und was halt wirklich so den Markt irgendwie doch sehr, sehr gut bearbeitet. Und das ist für mich ein revolutionäres Produkt gewesen, was sich natürlich dann auch sehr, sehr stark verbreitet hat. Viele haben dann so gerade auf der Investmentseite gesagt, so ja, okay, ist halt im Casual Dating, kann man kein Geld verdienen. Aber es ist ähnlich wie bei Google, da sind ja die organische Suche ist auch umsonst, aber wenn ich halt weiter oben sein möchte, dann muss ich zahlen. So ist bei Tinder auch. Ja. Also wenn ich jetzt Premium-Features, wenn ich öfter vorgeschlagen werde, wenn ich zum Beispiel weiß, ich gehe in eine andere Stadt, dann kann ich schon mal vortindern, also, und dafür muss ich dann zahlen, weil normalerweise in der Basisversion kann ich nur, ich weiß es nicht, in meinem Umkreis halt tindern. Ja. Also ich war selber nie Nutzer, bin seit 10 Jahren in einer festen Beziehung verheiratet und haben jetzt Kinder, aber ich finde es so von wieder, wie die Marktdynamik funktioniert, sehr, sehr schön. Und deswegen gibt es auch sehr, sehr gute Noten bei dem Produkt und auch bei dem Geschäftsmodell, weil es halt, klar, die anderen Marken sind Subscription, also ähnlich wie bei Parship zahlt man dann 30, 40 Euro, Tinder ist Premium, wobei sie auch ein bisschen Werbung haben. Und die Marke ist doch sehr positiv aufgeladen, auch wenn natürlich nicht jeder immer damit zufrieden ist. Also das ist ja auch natürlich auch nicht immer leicht, das Online-Dating. Aber sie haben doch inzwischen einen gewissen Wettbewerbsvorteil, weil die Match Group macht, glaube ich, Online-Dating seit 20 Jahren. Die haben da wirklich sehr, sehr gute Algorithmen entwickelt, welche Leute zusammenpassen etc. Und dadurch, dass die Marke jetzt auch so bekannt ist und dass sie einfach alle User dort haben, gehen die User halt auch dorthin, wo die meisten User sind. Ja. Allerdings, und da kommen wir auch gleich zum Markt, Online-Dating ist kein Winner-Takes-It-All-Markt, weil es gibt immer Leute, die dann irgendwie sagen, ich will nur Latinas daten oder ich will nur Christen oder sowas. Also deswegen gab es in der Vergangenheit auch immer so viele verschiedene Submarken, aber Tinder hat es zumindest geschafft, meiner Meinung nach in der Altersgruppe zwischen 20 und 40, so als da, wo man die größte Liquidität im Markt bekommt. Und jeder kann natürlich so ein bisschen
da rausbekommen, was er will. Ja, die einen wollen vielleicht nichts Ernstes, die anderen schon. Aber es ist ja auch wie im echten Datingmarkt, dass sich das dann je nachdem entwickelt. Inzwischen sind sie ein bisschen unabhängig von Facebook geworden. Also man kann sich auch mit Telefonnummer registrieren. Und auch Facebook hat gemerkt, die bilden ja eigentlich nur mein bestehendes Netzwerk ab. Aber ich lerne über Facebook eigentlich keine neuen Leute kennen. Da wollen sie jetzt ein Produkt bringen, was aber auch nicht ohne Risiko für Facebook ist, weil es die Marke verwässern kann. Also Dating ist natürlich nicht in allen Ländern und Kulturkreisen so offen wie bei uns. Bis jetzt ist auch noch nicht so viel passiert, ist aber eine gewisse Gefahr für die Match Group oder Tinder. Und es gibt halt immer wieder neue Marken. Also jeder kann sich jetzt eine Dating-App überlegen, zum Beispiel, ich wohne in München, irgendwie gibt es auch, glaube ich, Münchner Singles, dann mache ich halt eine App nur für Münchner Akademiker oder so. Also der Markt ist immer fragmentiert und dadurch ist immer ein gewisser Wettbewerb da und ähnlich wie eine Marke, diese Dating-Marken kommen und gehen oft immer auch so ein bisschen, wie es gerade halt attraktiv ist. Und natürlich kann es auch in einigen Ländern, wenn es arg Richtung, weiß nicht, Sexting oder so geht, Restriktionen geben, wie zum Beispiel China, wo dann vielleicht mal eine App aus dem App-Store geschmissen wird. Ja? Und der Markt wächst zwar stark, ist aber insgesamt nicht so groß. Ja? Ich glaube, Tinder hat knapp 5 Millionen zahlende User weltweit und die sind da schon der größte. Also das darf man nicht überschätzen. Deswegen ist bei den Marktfaktoren auch die schlechteste Note bei der Match Group. Ich habe schon angesprochen, Tinder ist oder die Match Group gehört zu IAC Group. Das ist ein Nachteil. Die halten die Mehrheit der Anteile. Das ist ein sehr breiter Internetkonzern, der wahrscheinlich nicht so bekannt ist. Aber zu denen gehören zum Beispiel auch Sachen wie Vimeo etc. und MyHammer. Dadurch ist es nicht gründergeführt und wenn die halt mal Aktien verkaufen würden, würde das Angebot sich erweitern. Das ist eine gewisse Gefahr. Und als freier Aktionär ist man halt nicht im Driver-Seat. Also das kann, gibt es ein bisschen Abzüge. Und es ist nicht gründergeführt. Also es kam aus einem Online-Incubating-Programm von der Match Group, die Tinder. Und da gab es zwar Gründer, mit denen hat man sich aber immer gestritten. Also da sind so ein paar Probleme da. Deswegen ist auch hier nicht die Bestnote, was ich aber gut finde, dass sie doch auch immer wieder eigene Produkte launchen oder auch Wettbewerber schnell aufkaufen. Deswegen gibt es hier trotzdem Nacht. Ja, und bei den Finanzfaktoren, wir sehen, davor ungefähr war es eher so ein bisschen flat, aber seit Tinder dann die Produkte eingeführt hat, dass sie damit auch Geld verdienen, also Tinder war lange Zeit kostenlos für alle und da bin ich, das ist mir dann irgendwie aufgefallen, als ich irgendwie TechCrunch gelesen habe, dass sie jetzt Tinder Gold starten und das war mir, oder zumindest habe ich darauf gewettet, das wäre zum Beispiel so ein typischer Investment Case, dass das in den Schätzungen der Analysten noch nicht enthalten ist, dass das die Kunden annehmen. Und bei so einer Online-App, wenn ich da zahlende Kunden habe, geht es ja direkt fast in meinen Nettogewinn. Ich muss ein bisschen was für Payment abgeben, aber ich habe ja kaum Kosten. Ja, und das ist dadurch sehr, sehr skalierbar. Und das sehen wir hier, wie das dann schön hochgeht in 2016, 17. Aber das Momentum ist auch beibehalten worden und die Nettomarge ist sehr, sehr gut. Könnte sogar wahrscheinlich langfristig noch höher sein, weil die Marketingkosten gehen relativ runter im Verhältnis zum Umsatz, was sich gerade auch in Indien sehr viral verbreitet. Und das hier ist natürlich auch ein sehr, sehr schöner Chart, das Userwachstum der zahlenden Kunden. Aber ich habe angesprochen, fast 5 Milliarden und hat sich in Q1 sogar beschleunigt. Und ist es wirklich weltweit. Also auch Tinder ist jetzt sehr, sehr erfolgreich in Asien, in Indien, nicht nur in den entwickelten Märkten bei uns. Und geht damit auch schon ein bisschen so Facebook an. Ja. Und daran sehen wir halt, wenn so ein soziales Netzwerk sich mal wirklich verbreitet, was für ein tolles Modell das sein kann. Aber was ist jetzt das alles wert? Also wir haben gesagt, Umsatzwachstum ist ein neuer, Gewinnwachstum ist wahnsinnig gut. Glaube ich, kann sich auch noch so fortsetzen einige Zeit. Die Margen sind jetzt schon bei 25% Nettomarge, was auch sehr, sehr gut ist. Ja, es gibt ja sehr, sehr viele Cloud-Firmen, die wachsen weniger und sind auch groß, sehr, sehr defizitär. Da finde ich das schon schöner, dass ich hier einfach schon sehr viel Cash mache und auch Return on Equity ist, glaube ich, 70%. Deswegen Finanzfaktoren, super Noten. Und alles zusammen gibt es dann schon eine sehr, sehr gute Note von 8,75.
was dann ein faires KGV von 28 entsprechen würde. Also bis dahin finde ich, die Aktie ist fundamental zu rechtfertigen. Da ist aber auch immer so ein bisschen, wenn man dann drin ist, dann auch vielleicht gerne mal länger laufen lassen. Also ich habe die Aktie auch noch von früher, aber ich habe auch schon Aktien verkauft oder im Nachhinein auch zu viele. Ja, das ist dann oft immer so der Fehler, dass man dann doch eine Position nicht zu groß werden lässt. Das ist immer die Frage zwischen Risiko und Rendite. Mir war das dann so ein bisschen gefährlicher mit der Abhängigkeit von Facebook und dem Markteintritt. Aber ich bin immer noch von dem Produkt und so überzeugt. Und zum 28. Faktor würde ich es, glaube ich, auch wieder kaufen. Das ist auch mein Fazit. Sonst würde ich es eher jetzt halten, weil jetzt einfach jetzt aus fundamentaler Sicht ist die Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung des Videos schon sehr teuer geworden. Und wenn es halt dann Faktor 35 ist, wenn dann doch irgendwie von Facebook was kommt, dann geht so eine Aktie halt auch ganz schnell minus 20% oder so, was auch schon passiert ist. Und wenn das dann eine sehr große Position im Portfolio ist, ist es dann doch sehr schmerzhaft, auch wenn man auf schönen Gewinnen sitzt. Ja, denn auch mal, es hat halt eine gewisse Abhängigkeit von Apple. Man muss auf den App Store irgendwie sein, etc. Es ist kein Winner-Takes-It-All-Markt, wie ich angesprochen habe, aber dafür ist das Produkt einfach sehr, sehr schön mit dem viralen Wachstum. Und dieses Dating ist halt doch noch sehr, sehr hoher Kundennutzen. Ja? Viele Leute sind ja, machen ja auch ziemlich doofe Dinge, um einen Partner zu finden, oder es belastet die Lebensqualität. Und wenn man da das für 20, 30 Euro im Monat für ein paar Monate seine Chancen deutlich verbessern kann, ist das immer noch ein sehr, sehr guter Return on Investment. Allein schon aus finanzieller Sicht, wenn man zum Beispiel zusammen wohnt in einer Großstadt, kann man schon viele hunderte Euro sparen. Ja, deswegen gab es auch eine gute Note bei Nachhaltigkeit, obwohl das IRC da die Rechte der freien Aktionäre ein bisschen beeinflusst. Deswegen, aber da die Aktie jetzt ein bisschen zu teuer ist, ist sie aktuell nur in dem Wikifolio Liste Brand Stupid, glaube ich. Aber das vielleicht auch noch zur Transparenz, dass sie auch, dass ich daran auch beteiligt bin bei Wikifolio oder auch privat. Um das zu wissen, wegen möglichen Interessenskonflikten. Aber das war so ein bisschen meine Meinung zu Match. Ein qualitativ sehr, sehr gutes Unternehmen, wo sehr, sehr viele Sachen passen. Allerdings darf man auch nicht wissen, dass es dann zu teuer ist, und wenn eine Aktie sich verdoppelt auf ein Jahr und das Gewinn 30% wächst, gibt es halt immer auch wieder Rückschlagspotenzial. Aber so ein Trend kann sich natürlich dann auch mal länger fortsetzen.